Ja, Stefan hat es eben schon erwähnt, ich war ein Jahr weg. USA stimmt so halb. Ich war in Texas. Und da nicht alle Leute sind wie meine Freundin, die einfach nicht fragen, wenn ich zurückkomme, haben ganz viele Leute gefragt, wie war's denn? Und ganz viele Leute haben mir so ein ganz komisches Bild von Texas. Und deshalb habe ich einen Text geschrieben, um es mal richtig zu stellen. Ja, wie das so ist da. Den habe ich mitgebracht heute Abend. Und der Text heißt: You may all go to hell and I will go to Texas. Oder Pitaya, yo, get along, little doggies. Es ist Mitte August, kurz nach 3 Uhr morgens. Ich bin gerade in Texas gelandet, hole mein Gepäck ab. Am Flughafenausgang hat sich eine Schlange gebildet, weil alle Neuankömmlinge Cowboy-Stiefel und Hut anlegen müssen, bevor sie ins Land gelassen werden. Außerdem werden wir in das weltweite Erkennungszeichen aller Texaner eingewiesen, das Longhorn. Draußen sehe ich noch mehr Menschen in Stiefeln und Hüten. Einer davon muss mein künftiger Mitbewohner John sein, der hat versprochen, mich abzuholen. Um 3.45 Uhr verlasse ich das Flughafengebäude. Draußen ist es dunkel und unfassbar heiß. Wärmer als den ganzen Sommer in Deutschland. Ich war zwar theoretisch auf die Hitze vorbereitet, aber jetzt, wo der Schweiß schon nach 30 Sekunden ohne jede Bewegung in Sturzbächen runtergeht und ich das Gefühl habe, durch sehr, sehr heiße Nebelschwaden zu laufen, frage ich mich, wie es denn morgen Mittag sein wird. Eines ist sicher, sollte ich irgendwann dement werden, dieser Moment, in dem ich das Flughafengebäude verlasse, wird ganz, ganz lange bleiben. Ich habe aber nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Vor mir steht schon ein Typ und sagt, hey Girl, mein Name ist John Wayne. Ich schaue ihn verdutzt an. Ja, ja, sagt er, so heißt er jeder Zweite. Die anderen heißen Lucky Luke oder Chuck Norris. Wenn wir eine Frau sehen, sagen wir einfach, hey Girl! Im hohen Bogen schmeißt John Wayne mein Gepäck auf die Ladefläche seines Trucks. Dann lehnt er eine Leiter an die Seite, damit ich mich auf den Beifahrersitz schwingen kann, der ungefähr so breit ist wie mein Zwei-Mann-Sofa zu Hause. Um Punkt 4 Uhr läuft immer zur vollen Stunde die texanische Nationalhymne im Radio. The eyes of Texas are upon you all the live long day. The eyes of Texas are upon you, you cannot get away. Auf dem Armaturenbrett liegt eine Colt Anaconda 44 Magnum, da fühle ich mich gleich sicher. Die Sonne geht auf und in der Ferne sehe ich schon die ersten Rinderherden vorbeiziehen. Auf dem Weg in unsere Riesen-WG, die wir uns mit 58 anderen Studenten teilen, fahren wir am Haus von George W. vorbei, wo er sich seit einigen Jahren den wirklich wichtigen Dingen zuwendet und Hundebilder malt. Ich lebe mich schnell ein. Als erstes rüste ich mein Handy um. Es hat jetzt ein eingebautes Lasso, kann Steaks braten und die Wetter-App wird ersetzt durch eine Haha, in Deutschland regnet's bestimmt App. Rasch begeistere ich mich auch für die hier beliebten Sportarten. Texas-Parcours? Die Herausforderung ist, von A nach B zu kommen und dabei durch möglichst viele klimatisierte Gebäude zu laufen. Tailgating, man trifft sich mit seinen Trucks auf einem Parkplatz, grillt, trinkt und schaut Sport im Fernsehen. Sowie Quidditch, ja? Die University of Texas ist Quidditch-Weltmeister. Auch in die hiesige Gesetzgebung werde ich eingewiesen. Es ist verboten, die Kuh eines anderen zu melken oder mit Graffiti zu besprühen. Die Enzyklopädie Britannica steht auf dem Index verbotener Bücher, weil sie eine zu detaillierte Anleitung für das Brauen von Bier enthält. Jedes Auto muss Scheibenwischer haben, auch wenn es keine Scheiben hat. Nach ein paar Wochen muss ich die schwierige Entscheidung zwischen einem Pferd und einem Truck fällen. Beides hat so seine Vorteile. Am Ende entscheide ich mich für ein Pferd, weil Heu gerade günstiger als Benzin ist, weil man direkt an den Tresen reiten kann, der sogenannte Ride-In-Schalter. Und weil es weniger kostet, wenn man es vor der Uni mal eilig hat und das Pferd im Parkverbot abstellen muss. Außerdem brauchen Pferde keine Scheibenwischer. An meinem Geburtstag am 30. Oktober schmeißen wir eine Poolparty. Geil! Um Weihnachten herum wird es mal ein paar Wochen kalt, da fallen die Temperaturen nachts dann schon mal unter 15 Grad, das ist hart, da muss man durch, aber ab Februar ist es wieder sommerlich warm. Der Alltag hat sich längst eingependelt, jeden Morgen pünktlich um 7.30 Uhr werde ich von 6 Schüssen geweckt, mein Zimmernachbar übt gern um diese Uhrzeit, wenn die Tauben noch verschlafen sind. Um 8 gibt es Frühstück, das ist sehr vielfältig. Steaks so groß wie die Radkappen der Trucks, Burger, Maiskolben, Dosenravioli, ich stehe auf Dosenravioli, Marshmallows, alles was man halt über einem Lagerfeuer grillen kann. Dann geht's in die Uni, die Kurse sind interessant, besonders the Politics of Country Music, nur mein Steuerrechtsseminar, das ist etwas trocken. Abends sitzen wir meist ums Feuer, singen alte Lieder, Whoopie-tie, get along little doggies, kauen an Grashalm und trinken Lone Star, das inzwischen das 20. Jahr in Folge den Worst Beer Ever Brewed This Side of the Milky Way Award gewonnen hat. Die Laudatio hebt stets den überaus flachen, fahlen und pissartigen Geschmack hervor.
Aber das ist ja noch lange kein Grund, ein Bier aus den USA zu importieren, wenn wir nur an so eine Ausgabe von der Enzyklopädie Britannica kommen könnten. Bevor ich mich versehe, ist meine Zeit abgelaufen. Ich reite ein letztes Mal durch meine Lieblingsstraße, wo jemand Never Surrender in den Boden geritzt hat. Mein Pferd pustet mir traurig hinterher. Aber der nächste Austauschstudent, der wird sich schon gut kümmern. Dann fahren John Wayne und sein Verlobter mich zum Flughafen. Sie winken mir mit ihren Cowboyhüten hinterher. Zurück in Deutschland packt mich die Sehnsucht. Ich suche auf dem Dachboden mein altes Steckenpferd hervor. Dann reiten wir in die nächste Bar bis ganz zum Tresen vor. Die Leute schauen missmutig und verwirrt. Ich rufe fröhlich, How you doing? Alle schweigen schockiert. Es könnte aber auch daran liegen, dass es sich größtenteils um Lehramtsstudenten handelt, die das Longhorn mit einem Schweigefuchs verwechseln. Nur ganz hinten in der Ecke sitzt eine mit einem rosa Plüschpony. Die lächelt mir zu. Ich reite zu ihr rüber. Wir trinken zusammen einen Lone Star. Es schmeckt widerlich, so fahl und flach und bittersüß. Wir spülen es mit einem Southern Comfort runter, stellen uns vor, das Lagerfeuer auf dem HD-Bildschirm sei echt. Und dann singen wir leise vor uns hin. Opitalia, ja, we got a little donkeys.